liebe Fadenspieler, willkommen zu der zweiten Maschine, die ich euch vorstellen möchte. Einer sehr vernachlässigten Knittax Automatik 2. Hier ist so eine Platine war gebrochen. Da habe ich eine von außen nach innen gesetzt, weil ich keinen Ersatz habe. Es ist auch noch eine Platte gebrochen am Ende, da habe ich auch Ersatz, das muss noch gewechselt werden. Trotzdem, es ist eine sehr vernachlässigte Maschine gewesen. Man musste viel mit Öl und Tricks arbeiten, um sie wieder gängig zu machen. Und immerhin ist sie jetzt so weit in Ordnung, dass ich euch zeigen kann, was man mit ihr machen kann. Und das unterscheidet sich zur AM2, also zur Vorgängermaschine, die ihr auch schon gesehen habt, in einem Film, unterscheidet es sich kaum. Die Anschläge, die ich euch jetzt zeigen werde, und auch einfache Fangmuster, die sind mit der anderen Maschine genauso zu machen wie mit dieser hier. Der erste Anschlag, den ich euch zeige, ist ein halboffener. Dazu wird bei der entsprechenden Anzahl an Nadeln nur die Hälfte, also jede zweite, in Arbeit genommen für die erste Reihe. Und dann, nach der ersten Reihe, kommt der Rest der Nadeln nach oben. So, aufmachen. So. Gut, die Maschine hat auch eine Nadelführung, die zeige ich euch dann später. Jetzt geht es erst einmal um die Anschläge. Die kann man mit der Hand machen, so wie ich das hier mache. Das heißt, wie an der M2, also an der alten Maschine. Die alte Maschine hat ja keine Führung für das Garn, keine extra Fadenspannungführung, sondern man nimmt das bei der M2 immer mit der Hand. Und das zeige ich euch jetzt hier auch und später dann, wie man das mit der Nadel, mit der Fadenführung macht. So, nun kommt die zweite Reihe dran. Die zweite Reihe. Und mit der habe ich dann alle Nadeln in Arbeit. So, leider kann man die Maschine nicht anklemmen, aus welchen Gründen auch immer. Die Löcher, die dafür da sind, werden fürs Doppelbett gebraucht. So, und ich habe keine Ahnung, ob es einen Trick gibt, wie man sie am Tisch befestigen kann. Gut. Und so sieht der Anfang dann aus, das heißt, der Anfangsfaden geht durch jede Anfangsmasche. Ihr seht, wenn ich hier ziehe, geht der Anfangsfaden dann straff, wird straff. Und es sieht aus, als wenn ich mit einer Stopfnadel offene Maschen aufgesammelt hätte. So kann man sich das vorstellen. Das war die erste Möglichkeit, einen Anschlag zu machen, ohne dass Maschen fallen. Die zweite Möglichkeit ist das, was ich euch schon einmal gezeigt habe mit der M2, der extraordinäre, der besonders elastische Anschlag. Den zeige ich nur mal in seiner Handhabung. Man wickelt die erste Nadel, geht unter der Platine durch, umwickelt die zweite Nadel, geht zurück zur ersten. So, dann geht man unter der Platine durch, zur dritten Nadel, zurück zur zweiten. Und die strickt man per Hand ab. Dann umwickelt man wieder die Platine von unten, geht zur vierten Nadel und zurück auf die dritte und abstricken.
und die nächste Nadel, die fünfte, zurück auf die vierte, abstricken. Auf die sechste, zurück zur fünften und abstricken. Das gibt ein super elastisches Bündchen, was ich zum Beispiel bei meinen Strümpfen, bei meinen Kniestrümpfen gemacht habe, bei meinen dicken. So sieht das dann aus und dann nimmt man natürlich die Nadeln in Arbeitsstellung und hat einen extra elastischen Anschlag. Die nächste Möglichkeit ist ebenfalls ein elastischer Anschlag, der sehr schön und sauber wird. Bei dem wird wirklich jede Nadel einmal umwickelt, unter die Platine durch. Die nächste Nadel von rechts nach links umwickeln, unter die Platine, von rechts nach links, unter die Platine, von rechts nach links. Das ist ein sehr schöner, sauberer Anschlag, den man für alle möglichen Dinge benutzen kann, auch um einen Hohlsaum nach oben zu heften. Das kann ich euch dann zeigen. Den Hohlsaum nach oben heften, das habe ich euch schon im Film gezeigt, in dem es um Intarsien geht. Da habe ich die M2 benutzt und da habe ich allerdings einen falschen Faden als Anfang genommen. Und damit, mit dieser Methode, kann man den falschen Faden vermeiden. Also, das nach vorne, so. So. Okay. Und wieder nach hinten. Ich mache mal ein bisschen weniger. Und nun wird genauso ganz normal gestrickt wie glatt. So seht ihr das, wie das geht. Und aussehen tut das dann so wie hier. Das ist die erste Möglichkeit mit den offenen Maschen, die quasi aufgereiht sind. Und hier habe ich einen elastischen Anschlag. So, bei dem Anschlag, der ist ideal auch für sämtliche Bündchenmöglichkeiten. Zum Beispiel die Hochhäkeltechnik, um Bündchen hochzuhäkeln oder hochzuheben. Das zeige ich euch jetzt noch. So, hier seht ihr, wie das aussieht. Ja. Es entstehen dann unten am Anschlag solche Bögen, solche Fadenbögen. Und die verwendet man dann, um das ganze Gestrick am Saum nach oben zu heben. So. Wobei ich den falschen Faden noch bevorzuge, weil er einen gewissen Kontrast zeigt, um ordentlich zu arbeiten. So kann man das dann machen. Und damit hätte ich einen Hohlsaum gemacht, ein Hohlbündchen gemacht, wenn ich das so hochhebe. Oder ich will hochhäkeln, also ein Rechts-Links-Gestrick oder ein einfaches Muster machen. Dann kann ich bis runter die Masche fallen lassen, bis hier runter, bis zu den letzten Bögchen. Wo habe ich meine Häkelnadel? Ja, ich habe sie gefunden. So, also bis ganz runter
Hier sieht man dieses größere Loch und da gehe ich mit der Häkelnadel rein und mache die auf und ihr seht, es ist eine verdrehte Schlinge. Es ist einfach nur ein Faden, der einmal verdreht wurde. So sieht das dann aus. Und das ist der Anfang für das Rechts-Links-Hochhäkeln. Man kann es natürlich die Schlinge auch zweimal drehen, wenn man möchte. Dann wird es nicht ganz so elastisch. So geht das dann. So wäre dann der Anfang. Ich mache das nochmal auf. So. Und dann kann ich zum Beispiel einmal oder zweimal drehen. Und dann entsteht eine Art Pico. Wenn ich zweimal drehe, die Schlinge, oder dreimal drehe, dann entsteht eine Art Pico hier unten. Auch eine Möglichkeit noch zusätzlich zu verzieren. So, also dieser Anschlag, das ist den ich bevorzuge. Wenn es um normales Gestrick geht, zum Beispiel um diesen hochgehängten Saum. Und so, jetzt habe ich das drauf. Okay. Damit hättet ihr die drei wichtigsten Möglichkeiten, einen Anschlag zu machen. Macht ihr die Anschläge mit grobem Garn, zum Beispiel wenn ihr dickeres Garn über jede zweite Nadel verarbeitet, dann gilt natürlich auch das Gleiche mit dem Wickelanschlag. Genau das Gleiche. Und mit dem Schnellanschlag heißt es dann jede vierte Nadel nach vorne bei der ersten Reihe und die fehlenden Nadeln dann nach oben in der zweiten Reihe. Diese ganzen Techniken werde ich auf jeden Fall in den nächsten Filmen wiederholen, wenn ich ganz bestimmte Projekte mache. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter mit der Möglichkeit, hier zu mustern. Gut, das Fangmuster ist mit der M2, also mit der alten Knittax und der genau gleich zu machen. Das heißt, mit der alten Knittax wurde per Hand oder mit den Holzstäben, die ich euch gezeigt hatte im vergangenen Film, mit solchen Wählrechen oder etwas anderem, die Nadeln ausgewählt, die das Muster machen. Bei den Fangmustern ist es ganz einfach. Die Nadeln, die oben sind, stehen in Ruhestellung und die da hinten, die stricken. Also die stricken. Über diese Nadeln wird das Material, das man verstrickt, also in diesem Fall Sockenwolle, einfach nur gelegt. Es legt sich nach dem Stricken über die Nadel und strickt hier weiter bis hierher und legt sich über die Nadel. Das geht dann zum Beispiel dreimal und in der vierten Reihe wird zurückgeschoben und durchgestrichen. Zum Beispiel. Man kann die vierte Reihe auch mustern und dann einfach mit der fünften Reihe zurück und die neuen Nadeln wählen. Das geht dann so. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommen die zurück und andere Nadeln nach vorne, die dazwischen liegen zum Beispiel. So. So geht das auf der AM, genauso wie hier mit der Knittax-Automatik. So, die Knittax-Automatik hat ihren Namen aber nicht umsonst,
Denn man kann mit ihr auch automatisch Fangmuster machen. Automatisch heißt mit Hilfe dieser Scheiben. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Genauso wie das funktioniert mit hier diesem Fadenspanngerät. Das ist die Unterseite vom Schlitten. Und hier seht ihr einen schwarzen Punkt, eine Vorrichtung. Dieser schwarze Teil hat hier einen kleinen Zapfen, hier an der Stelle. Und an diese Stelle gehören solche Platinen. Das sind Nadelauswahlplatten. Und die haben ein Loch hier, ein Loch im Rand. Und dieses Loch muss auf diesen Zapfen. Dann steckt man das drauf. Und zwar so, dass das Loch in der Platine und dieser Zapfen ineinander fassen und es Klick macht. So. Das ist eine automatische Nadelwahl. Und die wird durch diesen Knopf, den roten hier, wird hier gewählt. Und zwar seht ihr hier Nummern 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und hier natürlich der Strich, der ist maßgebend für alle Zahlen. Wenn ich diesen Ring hier auf die 1 stelle, dann wählt der automatische Maschenwähler die erste Nadel auf der Maschine. Stelle ich das auf 2, dann wählt er die zweite Nadel auf der Maschine. Soweit muss man wissen, wie das funktioniert. Zum Unterschied zu der alten M2 gibt es hier, wie gesagt, eine Fadenspannvorrichtung. Die wird hier auf den Schlitten aufgebracht, aufgestöpselt und dann wird das Strickmaterial entweder in Knäuel, also in Filmen sieht man, dass das in Knäuel gewickelt wird, oder eben so als Wickelknäuel mit der Wickelmaschine vorbereitet, hier eingebracht. Dann kommt das hier rein, und zwar ist hier eine Metallscheibe, die hat auf der einen Seite so eine Art Schlitz und da muss der Faden einrasten. Klack. Und schon sitzt er in der Mitte der Scheibe. Dann kommt er hier durch den Schlitz und muss hier noch einmal eingebracht werden, nach hinten. Das ist die Spannvorrichtung. Hier. Da muss es hinein. Und wenn es in der Spannvorrichtung eingerastet ist, kommt es vorne in diesen Arm. Danach wird es hier in den Schlitten eingebracht und nun kann man stricken. Der Unterschied zur Methode mit der Hand hinlegen ist, dass diese Spannvorrichtung etwas fester strickt als dass die Maschen etwas fester werden, etwas enger werden als bei der Methode, wenn man den Faden mit der Hand hinlegt. Es gibt einen Unterschied. Und nun seht ihr das, was ich euch gerade erklärt habe, in Aktion. Der Knopf wird gedrückt, Faden ist drin, Faden ist in Spannung. Und wir fahren einmal nach links. Nun hat die Maschine die Nadeln ausgewählt, die nicht abstricken.
und gleichzeitig nicht abgestrickt. Nun gehe ich nach rechts und jetzt muss ich dazu sagen, hier kommt es darauf an, da ist ein Rand, eine Randmasche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Randmasche abzustricken. Ich lege einfach, hier war der Faden, ist darüber gegangen, über diese stillgelegte Nadel. Ich lege den Faden einfach darunter, dass es sich herumschlingt. Das ist meine Methode. Ich sage das mal so. Andere schieben den einfach in Arbeitsrichtung hinein und lassen den dann normal mitstricken. Es gibt also unterschiedliche Methoden. Jetzt kommt es darauf an, mache ich mit der Hand dann die Durchstrickreihe oder nicht. Wenn ich das mit dieser Automatik mache, dann brauche ich die Rückholtaste. Also das heißt, ich stricke zwei Reihen und wenn ich das Muster in Vierertakt mache, also vier Reihentakt mache, muss ich die dritte Reihe jetzt so stricken mit der Maschine, dass sich die Nadeln, die vorne in Ruhestellung sind, natürlich automatisch wieder in Arbeitsstellung begeben. Und dazu brauche ich diese roten Knöpfe. Und zwar immer den roten Knopf, der auf der Seite sitzt, wo der Faden endet, wo der Schlitten steht. Steht er also links, muss ich den linken Knopf drücken. Da ist er. Und damit habe ich alle Nadeln wieder in Arbeitsstellung. Der Knopf muss natürlich raus, klar. Und nun kann ich neu wählen. Und zwar habe ich beim ersten Muster habe ich die 1 gewählt. Will ich jetzt einen Absatz stricken, das heißt, diese Nadel hat gestrickt, will ich die jetzt stricken, also die in der Mitte, muss ich zwei Punkte weiter rutschen, also von 1 auf 3 schalten, dann drücke ich wieder runter und nun hat er die andere Nadel, die dritte Nadel von rechts gewählt als erstes. Die Randnadel wieder runter, so. Also die Maschine wählt immer die Nadel, die zahlenmäßig auf diesem Zahlenrad steht. 2, jetzt kommt die dritte Reihe, das heißt, in der dritten Reihe will ich, dass die Nadeln in Arbeitsstellung kommen, damit ich die vierte Reihe normal durchstricken kann. Wenn ich das nicht will, dann stricke ich normal darüber und mache erst auf der linken Seite den roten Knopf. Das sind unterschiedliche Arbeitsweisen. So. So wie ich das jetzt gemacht habe, habe ich 3 Reihen Fangmuster, also 3 Reihen, in denen sich die Fäden über die ausgewählten Nadeln spannen und in der vierten Reihe stricken sie ab. Wenn ich das anders machen möchte, will ich mehr Reihen Fang haben. Das muss jeder ausprobieren, mit jeder, der einen Strick ausprobiert. Mit dem entsprechenden Material. Jedes Material reagiert anders drauf. Klar. Dann haben wir es jetzt gehabt. Dann werden wir mal hier gehen. Ja. Gehe ich wieder auf 1 zurück. So. Und wähle wieder den Nadel. Dann habe ich eine Reihe Muster, 2 Reihe, 3 Reihe, 4 Reihe Muster. So. Jetzt ist natürlich das Problem, das muss zurück. Also muss ich dann, wenn ich neu wähle, 1, 2, so, dann müsste ich den roten Knopf auf der anderen Seite drücken. So. Also den roten Knopf immer auf der Seite drücken, auf der der Schlitten steht. Steht er rechts, muss man den rechten Knopf drücken. Steht er links, muss man den linken Knopf drücken. Und zwar sind das die Rückholtasten.
Und die muss man immer drücken, eine Reihe, bevor ganz glatt durchgestrickt wird. Weil wenn man die Rückholtaste drückt, werden zwar die vorgestellten Nadeln zurückgeholt, aber nicht abgestrickt. Das muss man wissen. So. Und das ist das ganze Geheimnis von Fangmuster. Nun mache ich noch ganz kurz einen Überblick über die Lochmusterei. Das ist natürlich total einfach. Da gibt es auch wieder die Möglichkeit, bei Lochmuster entsprechende Kämme zu verwenden oder die Lochmusterposition per Hand auszuwählen. Und Lochmuster macht man wie bei allen Maschinen auf die einfachste Art, indem man die Masche, die man lochen will, von der Nadel wegnimmt und auf eine andere Nadel, rechts oder links, das kommt immer aufs Muster an, transportiert. Nun ist die eine Nadel leer, die gibt dann in der nächsten Reihe das Loch. Auf ein entsprechendes Lochmuster gehe ich dann speziell bei einem Projekt ein, in dem ich auch moderne Zusatzgeräte verwende. So, das soll für heute einmal genug sein. Beim nächsten Clip gehe ich auf weitere Möglichkeiten ein, wie man zum Beispiel bunt strickt und dieses Gerät verwendet. Und das gibt dann auch noch mal genügend Zeit für euch zum Gucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierher. Also mit diesem Lochmuster kann man viel, viel machen. Jups. So sieht das aus, wenn es ganz dicht ist. Das gibt ein wunderbares Muster für einen Spüllappen zum Beispiel. Und damit werde ich mich heute von euch verabschieden. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid gesund, ihr seid motiviert und animiert worden von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.